Ja, servus und schön, dass du dabei bist. Es geht weiter mit unserer Serie zu Chacos und Bayonets. Heute wenden wir uns ein wenig den Briten zu. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, hier haben wir heute die Highlander. Ganz klar mit ihren Schottenröcken, eindeutig identifizierbar am Schlachtfeld. Und schauen wir mal, ob ja, die Packung das hält, was das Coverbild zeigt. Also tolle Miniaturen. Aber sehen wir uns die im Detail an. Ja, wie gesagt, die britischen Highlander, die Zentralkompanie. Hier findet ihr 60 Figuren in der Box. Dann sehen wir mal, ob sie mehr bieten. Ja, kurz einen Abriss. 42. Regiment, 79. 92. Ja. Ich denke auch, dass das mit den Kites oder Kids im Zusammenhang steht, welche Farben die Männer jeweils trugen. Ja, jetzt aber genug gelabert, die sehen wir uns doch jetzt mal an. Ja, es gibt einen Einlagebogen, da findet ihr die zusammengehörigen Teile. Der Rest bezieht sich dann auf ein Spielsystem von Victrix, also kein Teileplan wie bei anderen dabei. Und ja, vier Stück Flaggen auf einem etwas dünneren Papier. Da muss man schauen, wie gut das wirklich dann funktioniert. Im Gegensatz zu dem von den Paris ist das Papier auf alle Fälle dünner. Gut, dann haben wir viermal diesen Gussrahmen. Hier haben wir 5, 10, 14 Miniaturen. Das Ganze mal 4 haben wir 56, also müssen wir noch 4 Körper dann finden. Aber sehen wir uns einmal diese hier an. Das ist jetzt die Rückseite. Also hier die Rückseite, hier die Vorderseite. Ja, sind auch die hier ausgezogen. Ja, hier haben wir mal Fischhäute dazwischen. Das kann natürlich passieren. Ja, aber es ist jetzt nicht irgendwas, was wirklich den Gussrahmen irgendwie gleich komplett schlecht macht. Nein, das kann man relativ leicht beheben. Die Röcke haben schöne Faltenwürfe. Dudel sagt dabei, Rückengepäck ausreichend und hier ein paar Köpfe und ein paar Arme alternativ. Ja, schaut schon einmal gut aus. Legen wir die mal weg. Dann haben wir den anderen Gussrahmen, der ebenfalls viermal enthalten ist. Und hier ist die fehlende Miniatur, nämlich ein kniender Soldat. Ja, und auch hier ausreichend Köpfe dieser Highlander. Sehr, sehr schön. Arme dazu, zusätzlich noch. Immer mit Nummern und Buchstaben versehen, um sie leichter zuordnen zu können zu den Miniaturen. Ja, und auch dieser Gussrahmen ist viermal enthalten. Kurz zu meinem, in dem Fall Manko, bei den Briten, also bei den Highlandern. So. Sie haben keine Basis inkludiert. Also hier werdet ihr auf externe Basis zurückgreifen müssen. Ist jetzt kein Beinbruch, die bekommt man. Es ist nur verwunderlich, dass dieser Hersteller keine dazu liefert. Bei den anderen beiden von Bäre waren unterschiedliche dabei. Gut, das war jetzt der Blick in diese Box der Highlander, der Briten. Ja, das war jetzt der Blick in die Box. Wie ihr gesehen habt, ganz, ganz tolle Miniaturen, die sicher jedes
Tabletop-Spiel-Schlachtfeld hier alleine optisch bereichern. Hier muss ich wirklich meinen größten Respekt vor denjenigen Malern, Personen ausdrücken, die diese Schottenröcke auch wirklich akkurat bemalen können. Das ist ganz, ganz großes Kino. Das sieht natürlich total super aus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ansonsten, es sind 60 Miniaturen in dieser Box. Auch hier ausreichend für Muskets und Tomahawks sowieso. Und in Folge für andere Systeme natürlich ebenfalls. Eine gute Einstiegsbox, die unterschiedlich je nach System, welches ihr spielt, mehr oder weniger Punkte bringt. Und das zu einem fairen Preis. Ja, in diesem Sinne kann ich mich nur bei euch bedanken, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und ich freue mich schon aufs nächste Video, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dorthin, ihr kennt es ja schon. Bleibt gesund, Leute, und Servus.